Die vollautomatische Kastenwaschanlage PAC KW 750 mit einer Nennleistung von 750 Kästen pro Stunde bietet folgende Vorteile: Die Konstruktion. Platzsparende Bauweise mit einem übersichtlichen Design. Massives Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl inklusive Verrohrung und Elektroschaltschrank. Höhenverstellbare Kalottenfüße. Die Maschine ist leicht zugänglich und dadurch besonders wartungsfreundlich. Ein großes, herausnehmbares Sieb im Spritzbehälter. Der Kastentransport. Scharnierbandkette mit aufgeschweißten Mitnehmern. Angetrieben durch einen SEW-Getriebemotor. Verstellbare Kastenführungen. Mit Kastenbreiten von 190 bis 330 mm, Höhen von 240 bis 365 mm und einer Länge von bis zu 400 mm. Bei Bedarf können Zubehörteile wie Kastenbänder und weitere Transportsysteme angeboten werden. Alle Spritzrohre leicht ausbaubar. Breitstrahldüsen für präzise Intensivreinigung. Lange Spritzrohre. Hohe Spritzdrücke mit ca. 2 Bar. KSB-Pumpe mit geringem Kilowattverbrauch. Bei Verwendung des ablaufenden Warmwassers aus der Flaschenreinigungsmaschine ist keine zusätzliche Heizung erforderlich. Die Arbeitsweise. In der Warmwasserspritzzone werden die Kästen durch stark alkalisches Besprühen von allen Seiten gewaschen. In der Frischwasserspritzzone wird das alkalische Wasser abgewaschen und die Kästen werden abgekühlt. Das verbrauchte Wasser fließt durch den Abfluss. Steuerung der Betriebsgeschwindigkeit. Das Ablassventil für den Warmwassertank. Automatische Sicherheits-, Schalt- und Steuergeräte sind spritzwassergeschützt im Schaltschrank an der Seitenwand der Maschine. Die Maschine und der Schaltschrank sind anschlussfertig verdrahtet. Der Kastenwascher erfüllt alle relevanten Sicherheitsvorschriften.